Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir ein Faultier unterm Weihnachtsbaum malen. Und das Ganze verpackt in einer Wochenübersicht für dein Bullet Journal. Dafür brauchst du einmal natürlich dein Bullet Journal, dann natürlich deine Bleistifte und Buntstifte, dann einen weißen Edding, ein Radiergummi, darf nie fehlen, ein Stabilo-Pen in Schwarz, den Micron Fineliner und dann kann es auch schon losgehen. Ich male dann erst einmal mit einem Bleistift vor, ja eigentlich wie immer, ne? Weil ich immer Angst habe, dass ich mich vermale und dann hinterher das ganze Spread irgendwie ein bisschen seltsam aussieht. Deswegen kommt jetzt erst einmal mein Faultier hier hin. Ich kann auch so besser die Proportionen abschätzen, ne? Also ich male jetzt erst einmal das Faultier und dann male ich den Weihnachtsbaum. Und zu guter Letzt kommen erst die Wochentage drumherum. Vielleicht magst du auch anders anfangen, vielleicht malst du erst die Wochentage im Kreis und dann in die Mitte halt dein Faultier mit dem Weihnachtsbaum, bleibt natürlich dir überlassen, aber ich finde, so klappt das besser. Ich male meistens vom Vordergrund nach hinten, in den Hintergrund. Einfach, ja, für mich ist das einfacher, ne? Und du siehst schon, ich habe wieder mit einem Kreis angefangen, dann hier kommt der Arm, damit ich jetzt erst einmal so grob die Proportionen habe. Das Feintuning sozusagen, das kommt ein bisschen später, sobald alles ungefähr an seinem Platz ist. Ja, irgendwie kann ich nicht widerstehen. Mein Faultier braucht eine Zuckerstange. Die kommt jetzt hier hin, weil, naja, wer schon mal ein Faultier gesehen hat, also wenn du im Zoo warst oder du gibst einfach mal bei Google Faultier ein, da sind so niedliche Exemplare. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, das kann jetzt hier mal auch hier richtig niedlich werden. Ne? Mit dem Faultier im Vordergrund, dann den Baum und dann kommen noch so ein paar Accessoires da rein, halt ein paar Kugeln und natürlich eine Schleife und einen Stern und naja, am Ende eben auch die Zuckerstange. Dieses Spread findest du wie immer auch in unserem Online-Shop. Den Link gibt es hier unterm Video. Dann kannst du dir das Spread ausdrucken und in dein Bullet Journal reinkleben oder eben auch mit Graphitpapier ja, transferieren, ne, übertragen in dein Bullet Journal. Und dann sieht das ganz genauso aus wie das, was ich hier habe. Also, falls du mal keine Zeit oder Lust zu malen hast, ist das vielleicht eine Alternative für dich.
Ja, sobald dieses Grundgerüst steht, schnappe ich mir den Stabilo-Pen. Ich mag den, weil er jetzt hier halt so eine breite Spitze hat. Du kannst natürlich auch den Feinliner nehmen, aber ich mag das, weil ich jetzt hier einen dickeren Außenrand möchte und innen drin wird das Ganze dann feiner mit dem Micron Feinliner. Aber hier außen brauche ich jetzt mal eine dicke schwarze Kante sozusagen, damit sich das klar abgrenzt, weil der natürlich gleich auch noch angemalt wird. Ja, meistens male ich das gar nicht eins zu eins nach und dann bleiben natürlich Bleistiftstriche übrig und die werden dann anschließend weggradiert. Das Schöne ist, das schmiert jetzt hier nicht, aber bitte nicht sofort drüber gehen. Warte eine Minute oder zwei, dann kannst du ganz sicher sein, dass du hier keinen Schmierfilm erntest, ne? Und dein ganzes Spread versaut ist. Ja, und dann habe ich jetzt hier meine Faber-Castell-Buntstifte. Das sind so Künstler-Buntstifte. Die sind vielleicht ein bisschen weicher als andere, aber im Großen und Ganzen macht das natürlich keinen großen Unterschied. Ich finde das hier nur schön, weil das eine große Farbpalette ist. So habe ich so ein paar Differenzierungen und ich könnte jetzt hier mit verschiedenen Stiften in meinen Baum reinmalen. Ja, bevor ich das aber tue, kommen hier noch so ein paar kleine Accessoires rein. Ich hatte das ja schon angekündigt. Jetzt wollte ich direkt drüber malen, aber dann sieht man das hinterher nicht mehr so schön. Deswegen erst einmal noch mit Bleistift. Jetzt hier eine kleine Schleife, ein paar Christbaumkugeln, etwas Leuchtendes und ein paar kleine Lämpchen. Ja, und dann fangen wir endlich mit dem Kolorieren an, ja. Ich schon eben prophezeit hatte, nehme ich jetzt hier den Feinliner, um das Ganze zu umranden. Zum einen finde ich, das ist nicht sehr störend, ja, obwohl der Außenrand dicker ist, aber zum anderen, ja, wenn ich jetzt hier den dicken Stift nehmen würde, dann würde ich schon die Hälfte, vor allen Dingen bei den feineren Linien, ne, hier jetzt bei der Kugel zum Beispiel, dann hätte ich ein Problem, wenn ich da diese Streifen reinmalen möchte. Deswegen nehme ich für die Innenteile einen dünneren Stift.
Ja, und du siehst schon, ich habe jetzt hier die typischen Weihnachtsfarben genommen, ne? Dieses Grün, dann Rot, Gelb und natürlich auch ein bisschen Braun. Du kannst es natürlich ganz anders gestalten, aber naja, so fürchterlich viel Gestaltungsspielraum bleibt uns da jetzt auch leider nicht. Aber naja gut, man kann zum Beispiel auch andere Materialien nehmen. Du musst jetzt keine Buntstifte nehmen, du kannst auch zum Beispiel Zebra Mildliner nehmen oder eben Tombow-Stifte oder was immer du da hast und kannst dann damit dein Faultier und den Baum anmalen. Ja, bisher war es ja eigentlich ein ganz normales Bild, aber jetzt wird es endlich etwas fürs Bullet Journal, eine Wochenübersicht nämlich. Und dazu male ich hier einfach ein paar Kreise herein. Ich habe das schon mal gemacht für den Herbst, ne, mit dem Kürbis. Und ich habe gedacht, wird jetzt hier auch super gut passen. Ne? Dann kann ich ein schönes großes Bild in die Mitte malen und dann kann ich meine Kreise drumherum malen. Jetzt musst du ein bisschen vorsichtig sein, wenn du hier die Rundung nachziehst. Die wird nie 100%. Also das verspreche ich dir schon mal. Es sei denn, du hast eine richtig ruhige Hand, dann vielleicht. Ne? Naja, aber es muss auch gar nicht 100% werden. Schön ist nur, dass das vorgezeichnet ist mit einer Münze. Also ganz simpel. Ne? Du kannst natürlich auch die Größe der Münze wählen. Ich habe hier so eine 2-Cent-Münze. Wenn du es größer oder kleiner haben willst, bleibt natürlich deiner Fantasie überlassen. Ja, sobald meine Kreise jetzt schwarz sind, dann nehme ich einfach den Edding und schreibe die Anfangsbuchstaben der Wochentage da rein und dann war es das auch schon. Ne? Ich kann natürlich auch einfach ein bisschen was auslassen, wenn ich den Kreis schwarz male, aber ich finde, das wird nie so schön, wie wenn ich das mit Edding mache. Und dann kommen hier zu jedem Tag ein paar Kästchen, so Checkboxen sozusagen, die gilt es dann anzukreuzen, wann immer ich eine Aufgabe erledigt habe. Manchmal reicht mir die Aufstellung der Woche so nicht, dann habe ich wesentlich mehr zu tun als 3 Dinge an einem Tag. Ja, das musst du natürlich selber entscheiden, für welche Woche du was nutzen kannst, aber ansonsten finde ich so eine Wochenübersicht richtig klasse. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst und einen Daumen nach oben da lässt, vielleicht einen Kommentar gibst und die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video haben. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!